gehört. Da haben wir noch nicht einmal gekriegt, wie das Begräbnis gezahlt. Das zahlt natürlich der Verstorbene selber. Ja, so ist das ja nicht. Dass der mal stirbt und die Mutter tot. Wie geht's denn Ihrem Vater? Geht schon. Er entdeckt auch die Vorteile des Behindertendaseins. Er nimmt sich halt zurück, was er ihnen gegeben hat. Ich habe übrigens Geburtstag gehabt. Wirklich? Hm? Gratuliere. Sagst du das Ihrem Vater? Da wird heute eine Epoche begraben. Solche wie einen alten Matosäcke gibt es eigentlich noch. Ja. Diese Art von Arschlöcher gibt es wirklich nur in der Nachkriegsgeneration. Ja. Aber so ein Tod hat nicht einmal er sich verdient. Es wird vor kurzem noch sein Testament geändert haben. Wirklich? Aber nicht zum Vorteil von seinen Kindern. So. Hast du Drecks fertig gefunden? Dafür sind wir nicht auch noch zuständig. Ja, so wird kann es nicht sein, sonst heißt der Begräbnis hat. Wer verdient euch hier? Bring ich den Traumarsch oder was? Passen Sie mal auf. Es ist nicht immer für alles die Polizei zuständig. Na, zum Glück. Das ist nicht immer das nächste Mal. Muss gar nichts. Psst. Schon gut. Psst, hab ich gesagt. Na, dann sind Sie mal leise. Wie ist das dann bald, Mama? Bist du dich nicht auch noch ein? Langsam kann ich kein Leder fett mehr reden. Aber warum sie für ein Leichen führen?
Schwarzmarkt für Perverse. Und was machen die? Na, von Nekrophilie bis Kannibalismus. Angeblich gerade beim Essen. Nein. Das hat sich nicht einmal der Matosek verdient. Vielleicht ist er ja auch verstanden. Ich hätte ja nichts mehr wundern, was in den letzten zwei Wochen. Na genau. Mit einem Aufträger als Zombie durch den Anschlag. Erklärt die Bitte. Vielleicht? War das? Na, du wissenschaftlich ist das eher unwahrscheinlich. Ne? Ich glaube ja. Wir müssen ihn auf jeden Fall finden. Warum? Ja, aber die Hände sind davon. Aber nach dem Wunder, dem Bank überfallen, dem Baxi. Ist ja gar nicht Schluss mit der Vernunft. Die Leute flippen sich aus. Und jetzt ist der Porano weggerannt. Wie komisch ist das schon alles? Jetzt das Doktor. Was wir von Sascha haben. Ich bin nicht katholisch. Ich habe einfach nur kein gutes Gefühl. Weißt du doch, katholisch. Mahlzeit. Komm, Elfi, iss. Das Leben geht weiter. Kann man da was essen? Was ist denn du noch so hin? Sie haben nicht mal mit, dass er nicht da ist. Das brauchst du ja keins mit. Und? Was soll ich jetzt machen? Du sollst ja wieder ausbauen und wieder reinnehmen. Sicher nicht. Man stört nicht die Ruhe der Toten. Stört nicht die Ruhe der Toten. Das ist strafbar. Merkt euch das. Solange der Rudolf bei der Bestattung spürt, heute ist alles gut. Sehr so. Das sind Dinge, was wir von dir wissen wollen, oder?